So, meine lieben Kinderchen da draußen, hallo und ein herzliches Willkommen zurück zur weiteren Folge Star Wars Old Republic, hätte ich beinahe gesagt, aber ich meine Republic Kommando. Wir machen hier gerade in den Tranischaner die Hölle Eis. Und wobei so, mit Kopfschiff, immer in die Fresse rein. Und so. Was? Komm, bevor wir da sind, muss er schon sterben, weil er gar nicht wusste, dass wir da sind. Kommt raus, Spoiler. Haben wir schon mal von allen Seiten. Achtung, 6 Uhr. Gefängniszelle. Da ist jemand drin. Moment. Warum? Ey, du bist ja böser. Beeindruckt, der konnte nicht mal zielen. Hier, Bank da machen. Prozedur einleiten, Data. Bin unterwegs, Teamleader. Bin okay, gehen wir. Mach mal geschoben. Okay, Kinder. Ein bisschen vorsichtig, denn ich erwittere eine Falle. Ah! Oh, oh! 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 Meine Fresse, was geht hier ab? Es brennt schon, oder? Wo bleibt ihr Deltas denn? Hinter Ihnen 3-8. Okay, von mir aus kann's losgehen. Hexer am Boden. Macht sie schön platt hier. Glaubt man das? Noch mehr Raketenwerfer, oder was? Verpiss dich einfach, Junge! Alter, das ist nicht... Das nimmt hier kein Ende hier. Ja. Okay, hier gibt es kein Durchkommen. Aber noch mehr. Warte. Oh Mann. Okay,
Okay, aber wo sollen wir? Ach, da, hier. Hacken Sie endlich das Terminal-Kommando. Wo bleibt der Junge? Heckvorgang abbrechen, Delta. Verstanden, Sir. Zeigen Sie sich da. Hacken Sie das Terminal, Delta. Okay. Ein nicht enden wollender Strom an heftigen kardoschanischen Echsen. Ja? Guter Anfang. Suchen wir die anderen Schaltkreise, Jungs. Okay, Rückzug, Leute, Rückzug. Wir sind alle ganz scharf aufs Sterben. Ja, okay. Dafür stecken kann. Guck mal, das Blatt. Nimm mit. Nimm! Kann ich nicht mitnehmen. Warum denn nicht? Hä? Ja. Ist noch einer drin von unseren Leuten? Ja, natürlich. Sehr gut, Kinder. Sehr gut. Ich glaube, ich genehmige mir mal eine Runde Bagdan. Danke. Na, ja, siehst du. Drei Achter sind schwarze getroffen. Oh, oh, oh. Da schrei mich nicht so an. Wir müssen den anderen Scheiß mitnehmen. Ja. Hacken Sie das Terminal, Delta. Was ist denn das? Das ist ein Schrumpfling. Wo treibst du dich eigentlich immer rum, Kollege? Das Watch. Und 7 hält die Stellung. Fast geschafft. Noch ein Schaltkreis. Gut. Den werden wir auffinden. Wir haben das hier alles soweit im Griff. Die Zeit zu vertreiben. Ich vertreibe dich. Geh nach vorne zu 7 und mach was für dein Geld, du kleiner hässlicher Fick-Gnom-Klon. Klon. 3, 2, 1. Voila! 440, Zugriffsversuch erfolgreich. Und jetzt kommen die Tranoschaner wieder. Team, Giftgas, Helme versiegeln. Mach ich denn das? Reparieren Sie den letzten Schaltkreis, um den Schließmechanismus zu aktivieren. Ich habe den Ursprung der Sendesignatur geortet. Sehen Sie da mal nach. Es war in der Nähe des Raketenwerfers. In der Nähe des Raketenwerfers? Ja, wir sind in der Nähe des Raketenwerfers. Suchen Sie ein Gitter und platzieren Sie eine Mine. Radikale Umstrukturierung initialisieren. Jagd ist in die Luft. Radikale Umstrukturierung initialisieren. Wo bleibst du, Kollege? Ich erwarte deinen Job. Bitte. Mog dich ran. Das Gas hat sie alle erwischt. Jetzt wissen wir wohl, wie lange Trandoshana die Luft anhalten kann. Das braucht seine Zeit. Sprengsatz ist scharf. Alles klar. Aus dem Weg. Zurück, Deltas. Gehen wir, Team, durch die Luke! Ich gehe zuerst rein. Oh, los, los! Oh. Wo sind wir? Wir waren aber taktisch im Modus anscheinend. Wie war das denn nochmal? Was, ne? Was zum... Soll das ein Witz sein? Okay, jetzt wird's ernst. Raus da, Team! Das Landungsschiff der Trandoshana nähert sich! Sammle Droiden in Sichtweite! Du
tot. Sind die Sammler also da? Ein weiteres Opfer für unsere Sache. Hacken Sie das Terminal, Delta. Ja, also, das ist geh doch mal beiseite, Junge! Was ist denn jetzt? Warten Sie noch, Kommando. Welche Manöver abgelassen? Hacken Sie die verdammten Protokolle, Delta. Okay. Terminal gehackt, Teamleader. Ist noch dunkel? Nö. Okay. Hey, was hat der Trando vor? Team, schafft ihn weg von der Konsole! Mann! Wollt ihr mir nicht helfen oder so? Einer von uns auf dich geschossen hat, warum sehen die denn so aus wie die Transschane? Hat er gerade Wii gemacht? Das ist ja geil. Sie, Bagdad, jetzt! Ich dachte, Sie wollten nie fragen, Sir. Die Musik ist einfach total unausstehlich hier, ne? Bagdad. Heilen Sie sich, Delta. Besorge Bagdad. Sie, Bagda, jetzt! Roger, hole Bagda. Hole Bagda. Du Magda. Okay. Hey, Moment, ich hab keine Knarre. Doch, warte mal. Achtung, Delta 38, ich habe ein Schlachtschiff der Separatisten auf den Langstreckensensoren. Ja, dann bloß der Toten, wenn ihr das könnt. Seht zu, warum seid ihr noch nicht hier? Hyperraumantrieb und so, ihr wisst, dass es eine Falle ist. Ich verstehe nicht, wo bleibt die Verstärkung? Okay. Trandoshanisches Landungsschiff in Sicht. Das Landungsschiff ist ihre Kommandozentrale, sie werden es erbittert verteidigen. Damit hat er nicht gerettet. Er kommt um die Ecke und ich mach Buh. Stoßwellengewehre. Was findet ihr hier? Stoßwellengewehre, das hört sich für mich an wie so ein... Weiß ich nicht, irgendwie was von Beardus oder sowas. Da oben, Grenadier auf dem Steg. Achtung! Kannst mit denen nicht Third Person schießen. Das Stoßwellengewehr.
Kommen wir denn runter? Um einfach mal Hallo zu sagen. Wollen wir jumpen oder was? Ach so, und hier so, ja, kann man sehen. Ah. Bewegung! Achtung, seid ihr im Arsch! Ja. Ja. Schon wieder diese verdammten Geschütze. Das Schiff hat... Sie müssen die Raketenwerfer kontrollieren, um durch die Schilde zu kommen. Wir brauchen dieses Geschützkommando. Wen willst du das denn erzählen, Junge? Achtung, Detonator! Geben Sie uns mit dem Geschützdeckung. Okay, von hier aus ganz kurz. Ja, ja. Heiß recht. Ach, Scheiße! Was ist denn jetzt hier der Vogel? Bist du dran? Ja, und los, Feuer! Was siehst du? Auftrag erfüllt, Ziel eliminiert. Ich habe das gar nicht mehr so in Erinnerung gehabt. Ich habe das mal vor 6, 7, 8 Jahren mal gespielt. Und ich habe das nicht mehr so in Erinnerung gehabt. Keine Ahnung. Wenigstens sind diese Echsen weg. Data, die Separatisten können jeden Moment hier sein. Ich glaube, ich kann es sehen. Ein Schlachtschiff der Handelsföderation. Oh, da ging er nicht mal, du siehst bis in den Hyperraum 7. Nein, es liegt am Rand des Systems. Schau! Vorsicht, Sir, das Energiefeld ist instabil. Das wird eine Herausforderung. Ich sende ein Notsignal. Wir können nicht auf Hilfe von Coruscant warten. Richten Sie beim nächsten Hangar eine Verteidigungsposition ein. Los! Ich öffne den Zugang zu den Wartungstunneln. Mann, mach doch mal Platz. An alle Schiffe der Republik in der Nähe des Corbantes-Systems. Dies ist ein Notfall. An alle republikanischen Schiffe nahe des Corbantes-Systems. Sofort melden! Ich glaube, wir sind auf uns allein gestellt. Hier ist Captain Talbot von der RAS Arrestor. Mit wem spreche ich? Ich bin Berater 01-425 des Delta-Geschwaders. Separatisten wollen unser Schiff kapern. Verstanden. Hilfe ist unterwegs. Ich schicke unsere Koordinaten. Bewegung! Wäre mal schön, wenn das jetzt mal sauber zu Ende geht. Ohne dass wir großartig in Gefahr geraten. Naja. Diese Dinge hier schon sehr, sagt sie schon alles. Beseitigen Sie die Trümmer, Delta. Gott, machen Sie scharf. Die Droidenträger können jeden Moment landen. Wir können ein paar Fallen legen, uns freie Sicht verschaffen. Sie könnten überall landen, also legen wir überall Fallen. Mache Sprengsätze scharf. Alles scharf, Boss. Leiten Sie die Sprengung ein, Delta. Platziere Sprengsatz. 3-8, wollen Sie wirklich, dass Mr. Todessehnsucht mit Sprengstoff hantiert? Gleich habe ich's. Ah.
Sprengsatz ist scharf. Auf Ihr Zeichen, Sir. Ich hätte hier gerne ein Loch, Deltas. 4-0 bereitet Sprengsatz vor. Brauche Deckung. Oh, da kommen sie ja schon, die Druidenträger. Die Bombe ist scharf. Auf Ihr Zeichen, Sir. Schalten Sie sie von dort aus. Position. Träger gelandet. Droiden marschieren auf. Droiden nähern sich. Verdammt, da ist noch einer. Er sichert nach hinten ab. Des Hangars eine Schwachstelle entdeckt. Der Regler auf der linken Seite des Hangars kontrolliert den Energiefluss. Wenn Sie ihn sprengen, können Sie den Hangar hermetisch abriegeln. Lada. Achtung, Granate! Echt jetzt? Ich hätte hier gerne ein Loch, Delta. Bin unterwegs. Nein, super Kampfgrün. Gib mir Feuerschutz. Stopp, wie lange noch, Junge? Was ist das? Das ist also viel zu viele. Aufhören, Kommando. Sprengung abbrechen. Achtung, Granate! Mann, warum schießt denn alle auf mich? Wie kommt es denn so vor, das wird richtig fett. Ja, mir kommt es dann so vor, als wäre ich der Einzige, der das hier regeln muss. Okay, dann... 3-8, die Droidenträger können jeden Moment landen. Wir können ein paar Fallen legen, uns freie Sicht verschaffen. Sie könnten überall landen, also legen wir überall Fallen. Was ist denn mit meinem Spiel los? Warum laufe ich denn automatisch weiter hier? Hör mal. Sprengung abbrechen. Roger. Nein, nicht Sprengung abbrechen, Sprengung initialisieren. Ich erwarte eine zündende Lösung, Deltas. Roger, platziere Sprengsatz. Brauche Deckung. Gleich habe ich da. Das ist ein unmöglicher Plan, ey. Sprengsatz ist scharf, Team. Sehr gut. Können wir hier noch irgendwas hinsetzen? Warte mal, wo war noch was? Da. Ich hätte hier gerne ein Loch, Deltas. Bin unterwegs. Gib mir Feuerschutz. Mache Sprengsätze scharf. Sprengsatz ist scharf, Sir. Beseitigen Sie die Trümmer, Delta. Roger, platziere Sprengsatz. Ich brauche Deckung. Träger gelandet. Droiden marschieren auf. Verdammt, da ist noch einer. Mann, das wollte ich nicht. Daher, ich habe im Kraftfeld des Hangars eine Schwachstelle entdeckt. Der Regler auf der linken Seite des Hangars kontrolliert den Energiefluss. Wenn Sie ihn sprengen, können Sie den Hangar hermetisch abriegeln. Wir müssen den Regler sprengen. Scott, machen Sie scharf. Sprengung abbrechen. Roger, breche Sprengung ab. Ich probiere es jetzt einfach mal schnell. 20 Sekunden, was sind das schon 20 Sekunden? Das ist eine Zeit, in der ich gerade mit euch rede und hoffe, dass es klappt. Scheiße, ich glaube, das hört um. So viel dazu. Was sind das? 20 Sekunden, 5 Sekunden. 4, 3, 2, 1. Komm schon! Feuer! Ja! Abgeriegelt. Versuchen wir es beim nächsten. Oh! Ich muss. Nein! Rück mich zurück, jetzt aber ganz schnell. Es kann doch nicht sein, dass alle schon down sind.
Es geht los, Alter! Aufstehen, aufstehen, aufstehen. Aufstehen, geht das nicht schneller? Mann, lauf! Gibt es hier keine Backberg-Geschichten hier? Als ob das nichts bringt, Mann. Und die kotzen immer weiter Kampf. Wie soll ich das denn schaffen? Das ist doch ein Arsch. Keine Idee. Delta Leader, bringen Sie Ihre Einheit auf Trab. Ja, du bist gut. Vielleicht helft ihr uns mal. Aus eurem weiten, gemütlichen Universum, in der ihr gerade hier rumschwebt. Und einfach mit dem ganzen Scheiß, den wir hier machen, nichts zu tun haben. Ich hab auch keine verdammten Scheißaufsätze drauf, ne? Doch, doch, doch. Ich hab mal früher nachgeguckt. Aber du hast kein Glück drauf. Mann, mach! Nein, das wird nichts. Scheiße, scheiße, scheiße. Ich hätte mich lieber mal dafür entscheiden sollen, ein, zwei meiner Leute irgendwie wieder fortzukriegen. Ein Klon hält nicht auf. Helfen Sie dem Kommando. Ja, ich weiß, ich weiß. 07 braucht Hilfe. Bin unterwegs. Mann, da kommt doch schon wieder nächste Kampfstück, du wieder um die Ecke. Hast du vergessen? Ups. Scheiße, der kann es auch nicht. Monster. Oh Mann. Das ist nicht euer Ernst. Das ist eine unendliche Geschichte hier. Delta, panzerbrechende Munition. Da erwartet die Gesellschaft 3-8. Kalt sein, wir eins, ja. Gute Arbeit, Leader. So gut wie tot, Alter. Registriere Gewalt. Komm, bitte, bitte, bitte. Krach überlebt, Alter. Meine Fresse. Jetzt brauchen wir dringend. Warum geht die Tür denn die ganze Zeit nicht auf? Warum mussten wir uns in diese Scheiße stellen?
Was ist denn das? Los, Mann, oder? Da. Bagda! Wo gibt's Bagda? Boah. Tolle Deckung! Alter Kinders. Sie nähern sich jetzt dem nächsten Hangar. Ich habe einen Droidenträger auf den Sensoren. Er ist bereits leer. Söldner! Ein Nachzügler, er will Hilfe holen. Du entwischst mir nicht, Schuppi. Schuppi. Bewahren wir uns doch mal für was anderes auf. Blechbüchsen. Ein weiteres Opfer für unsere Sache. Und wenn Sie nicht rumnehmen, Sie Bagda-Soldaten. Wir müssen zu diesem Kraftfeldregler. Je schneller Sie ihn deaktivieren, desto weniger Droiden müssen Sie neutralisieren. Verdammt, da ist noch einer unterwegs. Geh doch mal weg, ich will auf, Egoist. Warte, Glitz, jetzt, let's go. Ring 2 muss nachladen. Wieso konnte der andere wieder nicht mehr laufen? Alarm, neuer Träger nähert sich. Oh Gott. Der Regler ist auf der anderen Seite des Hangars. Alle Träger ab, schalten Sie ihn aus. Warum, wo bleibt denn meine Einheit? Ich verstehe nicht, warum ich mich nicht beschützen kann. Komm, 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 komm. Für Sekunden noch. Komm, 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 komm. Deckung, Deltas. Ihr wisst, was das heißt. Wir müssen weiter zum letzten Hangar. Droiden aus dem nächsten Hangar dringen Sie den Sektor vor Beeilung und verschwinden Sie daher. Oh nein. Kannst du mir mal erzählen, warum der dich trifft? Alles klar, ich brauche wieder Bagda. Der Träger lebt ja auch noch das Radikale Umstrukturierung initialisiert. Gut, machen Sie scharf. Ein bisschen mehr Hilfe hätte man hier gebraucht. Wieder zum Laufen. Keine Ahnung, aber das Modell ist lebensgefährlich. Passiert. Ich brauche Hilfe, ich bin unterwegs.
Komm wieder. Leiten Sie die Sprengung ein, Delta. Runter, platziere Sprengsatz. Oh! Aha! Ja, Alter, was ist denn da los? Eine unmögliche Mission gekommen. Ich hänge so dermaßen fest. Ja? Ich daran, weil sie schwache Vitaldaten haben. Mein Gott, 5 Sekunden noch, Alter. 3, 1. Ach, das geht nicht. Das ist zu schwierig. Warum können die Superkampfdrohnen nicht mit draufgehen? Ja, das habe ich jetzt eine begrenzte Anzahl an Gegnern. Gar nichts mehr an Waffen. Das ist auch eine Frechheit, mich hier ohne Waffen spielen zu lassen, Alter. Keine Waffen. Das ist schlecht für mich. Und haben die hier noch Androiden? Ich hab nichts anderes, ne? Voll arschig. Mal gucken, ob wir hier durchlaufen können. Für mich. Na, das ist doch was. Ne? Ja, ich weiß. Hey, meine Waffe. Zurück, ja? Bin wieder gesund. Naja, die zwei Kampfdruiden kriegen sie ja wohl allein erstmal platt.
die Flinte, diese Waffe, die ich die ganze Zeit nicht mehr sehen müsste. Genehmigen Sie sich etwas, Bagta. Ja, Sir, bin unterwegs. So, Kinder, kriegen wir den letzten Hangar befreit. Das sehen wir wahrscheinlich in der nächsten Folge. Bis zum nächsten Mal und ciao.